Battlefield 2015. Wir testen jetzt für euch die Action-App. So, jetzt nochmal. Battlefield 2015. Wir testen heute für euch die Action-Shot-App. Super Teil, kostenlos erhältlich im iOS-Shop oder auch für Android-Geräte. Normalerweise für kleine Smartphones. Ich habe zur besseren Sichtbarkeit einmal auf mein iPad geladen. Was kann die App? Naja, also wer auf waghalsige Sprünge steht und ein sportbegeisterter Mensch ist, der seine Fotos teilen möchte, der kommt um diese App quasi nicht drumherum. Mehrere Bewegtbildsequenzen auf einem Foto, das ist der Mehrwert von dieser App. Super intuitiv zu bedienen. Es gibt im Prinzip nur einen Knopf und dann kann das Ganze schon losgehen. Wir haben jetzt leider noch keinen Sprung hier vorbereitet. Micha ist aber das erste Mal auf dem Brett und versucht zumindest mal einen waghalsigen Sturz. Das Ganze probieren wir jetzt mal. Micha, auf geht's! Jawohl. Es folgen zwei, drei Bearbeitungsschritte zum Freistellen der einzelnen Sequenzen. Dann kann ich die Fotos direkt aus der App auf Facebook teilen. Und wie das geht, zeigen wir euch jetzt mal. Fazit, super App für alle Sportbegeisterten. Man kommt eigentlich nicht drum herum. Sie ist kostenlos erhältlich für alle Devices. Micha, wie war dein Ritt? Gehirnskopf, Holodesk, Kastemus, Kolaus, mehr dazu nach dem Klick auf Nick.